Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Geht das? Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Genau die. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen. Sieht eher wie ein Magnet aus. Scheiß drauf, es ist ein Hufeisen. Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Weil ich gut bin. Zu weit weg. Okay, muss ich dich vielleicht irgendwie überzeugen? Aber vorher mache ich immer ganz kurz mit Laura das. Das würde nichts bringen. Warum? Oder kannst du vielleicht den Fels da reinwerfen? Ich brauche mehr Hebelwirkung. Also die Steinspitze. Das müsste klappen. Es sind immer noch die Phosphos im Weg. Laura denn da vielleicht mehr machen? Hier war ja eigentlich auch nichts mehr, ne? Steinspitze ist weg. Ach, warte, ich... Ja, doch, natürlich, ich weiß, wie ich die Phosphos loswerde. Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Ich hab ne Memo-Muschel. Laura weiß, was damit zu tun ist. Laura, sag mir mal, was mache ich mit der Memo-Muschel? Ich spreche da nur drauf, wenn es absolut nötig ist. Okay, Memo-Muschel. Wenn es absolut nötig ist. Wie soll mir das helfen? Weiß ich nicht. Weil, keine Ahnung. Kann ich dir leider nicht sagen. Eine Memo-Muschel. Ah, warte, jetzt kann ich das nehmen. Wie ich erwartet. Wait. Nass und die Muschel hat einen Mund. Ja, es ist auch eine Memo-Muschel. Kann ich jetzt das da nehmen? Was soll ich damit machen? Ja, weiß ich nicht. Robert sollte sich das mal anschauen. Okay, dann schaut sich Robert das jetzt an. Das sieht aus wie Noten. Ob ich die spielen kann? Ja, bitte. Das sieht aus wie Noten. Okay. Aber was genau macht das? Wir gehen mal zum Windbrunnen. Hi, Salverio, hallöchen. Wir gehen mal zum Windbrunnen. Wow, den gleichen Ring gibt es in der Dynastie. Die Flötennasen scheinen früher nicht nur im Wald gelebt zu haben. Die Sage vom Einklang ist also wahr. Sie ist wahr! Okay, darf ich denn das jetzt machen? Darf ich denn jetzt zu dir? Kann ich dir den Hufeisen geben? Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay, jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Ja, Mann! Okay. Kleeblätter? Glück hatte ich noch nie. Nee. Vielleicht für dein Hörnchen? Nein, das ist meins. Ist okay, tut mir leid. Darf ich dich kämmen? Mit der? Na gut,
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es geht, aber ich habe ihn Ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden. Meine Bingo-Kugel. Bitte gib sie mir. Was? Okay. Jetzt, ich hab ihn. Jetzt brauchen wir nur noch das Horn. Es wird doch bestimmt die Chili. Die ich halt nur leider nicht aufkriege. Aber ich hab einen Lehmklumpen. Es gibt so viele Dinge, für die sich das Leben lohnt. Aber das hier ist keins dieser Dinge? Nein, ich denke nicht. Okay. Wir haben's. Wir brauchen nur noch ein Horn. Und wir müssen das noch aufkriegen. Hallo, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Meinst du nicht, dass es gerade ein ungünstiger Moment ist? Nein, wenn wir länger warten, ist es vielleicht zu spät. Oh, Laura! Ich kann euch hören. Ja! Warum antwortest du dann nicht? Okay, nein, die Mähne, stimmt. Ich hab sein Fell gekämmt. Bis gleich. Mähne und immer Horn. Optimistisch bleiben. Ich glaube, das kommt zu spät. Kann ich damit vielleicht was machen? Anschubsen bringt da nichts. Nee, aber das... Oh. Naja. Okay. Ich glaube nicht, dass... Ich versuche gerade nur Dinge. Ich glaube nicht. Okay. Glück hilft mir hier nicht weiter. Okay, also nichts, was ich damit jetzt machen könnte. Wir haben hier auch sonst nicht mehr sehr viel. Gehen wir erstmal wieder zurück zum Stadttor. Kann ich mit dir vielleicht nochmal reden? Beweise, dass die Basilen nicht echt sind. Ach, was soll's. Ich glaube, ich mache Mittagspause. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Dann würde ich jetzt als Tierarzt arbeiten. Hallo, dürfen wir euch nochmal ein paar Fragen stellen? Zuhörer, natürlich. Frag mich alles. Oh, hättest du nicht einfach mit das Pause machen können? Bis bald. Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Wir brauchen eine silberne Mähne. Nur wo kriegen wir eine silberne Mähne her? Schweif. Warte mal. Schweif? Stimmt, hier war der Lehmklumpen. Genau. Ach, der Hut! Warte mal. Oh, guck mal, da ist ein Zettel. Hack! Zertifikat? Was ist das für ein Remi Nepo? Warte, damit können wir den Startchip bekommen, ich oder? Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Das aber. Na los, auf den Prediger. Hallo. Jetzt geht das schon wieder nicht. Jetzt ist es schon wieder verbuggt. Hack sieht aus wie ein Würstchen mit Mini-Flügelchen. Ist ja auch eine Taube, ne? Darf ich denn das machen? Sogar dieser Basilenschweif ist gepflegter als deine Mähne. Laura! Aber genauso trist. Solange er nicht silbern ist. Ich muss ihn silber machen. Darf ich dir denn den Hut geben? Ich würde dir ja das hier geben. Aber wenn du eh noch vorhast zu springen... Laura, was soll das? Herzlos. Ich versuche doch nur an die Zukunft zu denken. Okay, der Basilenschweif muss silber werden.
Der Lehm ist zu trocken, um irgendetwas damit anzufangen. Also brauche ich Wasser. Okay, gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück, denn es scheint ja nicht mehr verpackt zu sein. Laura, gleich reicht's. Du gehst heute Abend ohne Essen ins Bett, Fräulein. Wie soll mir das helfen? Muss ich vielleicht die mit dir reden? Die Flötennasen machen den Wind, die Flötennasen sind unsere Freunde. Hallo, Freund. Hallo, Freund. Bis darf bald. Ich nicht. Kann ich denn ja, vielleicht ich bin den ganzen Tag hier. Das Ding mit dem Ding machen? Also das Ding hier mit dem Startmodul? Kann ich das hier gegen euer Startmodul tauschen? Finger weg! Das ist mein einziger Beweis, dass die Basilen nicht echt sind. Ich war mit dem Bau... Das würde nicht funktionieren. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Was soll ich damit machen? Hallo, ich brauche das Startmodul. Finger weg! Macht er nicht, okay. Okay, wie machen wir den Schweif Silber? Zertifikat in Memo-Muschel. Ich muss unbedingt mit meinem Vater sprechen. Ja, aber wir finden Remi Nepo nicht. Können wir beim Basilenfriedhof vielleicht doch noch mehr machen, Alter? Frisch gewaschene Haare, tut es nicht. Was? Wir haben die Klappe, wir haben den Basil, aber Warnschild, Fernsprecher, Steintor. Mehr haben wir hier hinten, glaube ich, nicht, ne? Nee, also hier oben haben wir jetzt nichts mehr. Alles andere ist nur noch unten. Hattest du vorhin nicht irgendwas von einem Kuss? Welcher Kuss? Welcher Kuss? Och, nee. Das hatten wir schon. Kleeblätter. Steckplatz, die Klappe. Da komme ich nicht ran. Ja, aber hackt ja auch nicht, ne? Ich glaube, die Klappe geht erst auf, wenn der Basil wieder anspringt. Ich meine, ich habe ein Versteinerungsauge. Okay, nein. Jawohl, zeig's der Welt. Zeig es der Welt. Klopf nochmal. Klopf nochmal. Nö. Kann ich denn irgendwas am Wasserrad machen? Das ist viel zu gefährlich. Vielleicht hier, der Lehmklumpen ist zu trocken? Matsch. Der Lehm reicht nicht für einen Lehmhut. Die Taube hackt auf Mackie ein, grillt sie. Was? Ich kann leider nicht töpfern. Conroy hat mir kein Hobby erlaubt. Was mache ich denn jetzt mit nassem Lehm? Weil er hat ja den Schlüssel vernichtet. Wäre das nicht auch was für dich? Bingo? Hör nicht auf ihn, Huck. Wait! Wie soll mir das helfen? Naja, wenn du nicht da bist, weißt du, dann kann... die Memo-Muschel für dich reden und... Geht das vielleicht? Abstand halten, Huck. Achso, ja, da nee, mit Huck. Ist es viel zu windig für dich. Ja, ja. Kann ich denn das... so? Es gibt so viele Dinge für diese... Das hatten wir schon. Aber das... Nein, ich denke...
Schwertmodul habe ich noch nicht, ne. Genau, dreh da nochmal. Nein, jetzt ist nicht... Nein. Nee. Flüstertüte! Er wollte eine Flüstertüte! Vielen Dank! Ja! Gerne. Und jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz, so hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich hab getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Startmodul! Ja, verdammt! Wir brauchen trotzdem immer noch einen silbernen Schweif. Das kriegen wir aber hin. Wir sind einen Schritt weiter dran. Wir müssen jetzt, denke ich, einfach mal... Ich mach's einfach mit Hack. Macht am meisten Sinn. Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. Ich hab ne Memo-Muschel. Ich brauche den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit... Bitte! Ach, Flötennase, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Ist eine gute Idee. Wir müssen jetzt aber erstmal schauen, was im Basil drin ist. Denn ich denke, das ist vielleicht sogar silberne Farbe. Um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Kühlflüssigkeit. Guck mal. Ey! Okay, die Klappe. Warte mal, kann Laura da denn vielleicht mal gucken? Da muss die Memo-Muschel mit dem Spruch von meinem Vater rein. Ich muss unbedingt mit meinem Vater sprechen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal ganz schnell. Wir brauchen immer noch das Horn. Wir brauchen immer noch das Horn vom Einhorn. Ja! Okay, gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert, aber jetzt haben wir das Einhorn auch. Nein, Laura, nein, Laura, nein. Dankeschön. Oh, okay, gut, ich alles gut. Sorry. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Dankeschön. Es tut mir leid, ich wollte die erste Ding nicht überspringen. Ich wollte... Nützt dir das was? Ja, nur nicht, dass sie wieder gemein ja, ist. Das ist ein tolles Horn. Danke, Leute. Woohoo! Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Sodass ihnen die Augen wegkokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Was lernen wir daraus? Schönheit macht aus Leuten grässliche Menschen. Wir haben ein Monster erschaffen. Ja, aber ein hübsches, funkelndes. Außen hui, innen pfui. Ja, guck mal, warte mal. Hier, Mama Dola ist weg.